Hey sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu. Zurück mit Golden Sun und ja jetzt. Eine kleine Erklärung, die Grafiken, die scheinen in der Emulator-Version so rumzubacken und es ist nicht zu beheben, es liegt an der ROM anscheinend. Naja, kümmern wir uns mal hier um. Also jetzt backt es auf einmal nicht mehr, so sieht das eigentlich sehr viel angenehmer aus, aber man kann sie nicht haben. Eine weiße Träne. Warum scheinst du noch eine Dirk zu sein? Du bist genau die Sorte Kämpfer, nach der ich gesucht habe. Würdest du dich bitte mit mir nehmen? Ich bin ein Venus-Fan. Mein Name ist Kiesel. Ich muss meine Kameraden finden. Als mir Vulkanos war, bin ich von einer neuen Hand worden. Würdest du mir behilflich sein, meine Freunde auf meiner Reise zu suchen? Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich, euch Adepten von großen Nutzen zu sein. Euer Bienenlin werden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst in dem Kampf zur Hilfe rufen, ohne unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Hier schwörst du mehrere von uns zur gleichen Zeit, werden sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du, nimmst du mich mit? Natürlich. Du wirst schon gehen. Du wirst es nicht mehr rein. Kiese, der Venus-Djinn, ist nun Keanus Verbündeter. Ich gebe dir noch eine schnelle Einführung, wie man uns denn einsetzt. Nachdem du einen Djinn in dein Team aufgenommen hast, kannst du ihn mit jemandem verbinden. Was macht jetzt gerade der Computer hier? Um deinen Djinn jemand anderem zu geben, bewege ihn so. Nachdem du entschieden hast, wer den Djinn erhalten soll, kannst du ihn verbunden. Entschieden wird zusammengeschrieben und verbunden heißt, soll hier eigentlich verbinden heißen. Naja. Das Bündnis mit einem Glenn verändert deine Absprache und mitunter sogar deine Klasse. Ändert sich deine Klasse, können sich auch deine verfügbaren Synergien ändern. Jetzt sage ich dir, wie du uns im Kampf einsetzen kannst. Jeder Glenn verfügt über andere Kräfte. Effekt, wenn du im Kampf entfesselt, Schmetterschlag spaltet Felsen. Sobald wir uns mit dir verbündet haben, kannst du uns im Kampf einsetzen und unsere Kräfte für dich nutzen. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Macht geben, Keanu. Ja, geht das noch ein bisschen schneller? Oh yeah. Was bist du denn? Zombie. Team Keanu greift zuerst an. Oh yeah. Das mache wieder nicht ich. Wähle dieses Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Das ist erhöht, was du tun musst, um einen verbündeten Sinn freizusetzen. Bams! Zombie nimmt 37 Schaden. Garrett schützt sich. Hast du gesehen? Als du mich beigesetzt hast, habe ich mit meiner mächtigen, steinzerschmetternden Faust angegriffen. Nachdem wir freigesetzt worden sind, war Virgin darauf beschworen zu werden. Das könnt ihr alles ganz in Ruhe sehen. Jens und Standby-Modus verfügen über noch größere Kräfte. Die elementare Macht der Erde. Venus. Ababam. 45. Zombie wurde besiegt. Siehst du, Agents sind noch wirklich nützlich, oder? Und noch was.
Nachdem ein Djinn bestochen wurde, braucht er einige Zeit, um sich wieder zu erholen. Sobald wir uns erholt haben, verbinden wir uns automatisch wieder mit dir und sind bereit zum Angriff. Von einem Bündnis ausgehen wir in den Standby-Modus. Dann erholen wir uns und anschließend verbinden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du das alles verstanden? Nein, doch habe ich. Keine Sorge. Ach ja, wenn du noch mehr Menschen erfahren möchtest, zieh dir das Hilfe-Menü an, okay? SA Select Hilfe! Ja, what the fuck ist die Grafik gerade abgespackt? Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals vielen Dank. Bitte setz uns schön mit Bedacht ein. Ah, meine Nase. Ich habe mir die ganze Zeit die Nase zugehalten. Ah, oh, die juckt jetzt. Der Venus-Djinn Kiesel folgt Keanu. Ja. Zack. Zack. Gut. Habe ich den jetzt mal so. Okay. Ich wette, irgendwo auf dieser Landkarte gibt es auch noch bestimmte Punkte, wo Djinns sind. Dann dürft ihr mir gerne sagen, wenn ich mal an so einem Punkt bin, wo einer ist. Also zum Beispiel da in diesem komischen runden Feld ab, wo du bei Minute 2:30 bist oder sowas. Macht mir am besten so eine genaue Zeit, dann sehe ich den Ort meistens am schnellsten. Und zack. Und zack. So. 8 Punkte. Nun ist Keanu ein Erdbeben. Ein Level 4 Typi. Ja, das ist geil. Wie viel braucht er noch Dingens? Zack. 28 und zu 135. Es gibt also mehr Sorten von Djinns, das sehe ich ja jetzt hier. Wasser, Feuer und Wind. So scheint mir das jedenfalls. Ich meine die Farben hier, die Eigenarten von ihnen. Na ja, egal, wir gehen in diesen Kampf und kämpfen gegen die Pestpilze. Ich will mal Erdbeben ausprobieren. Und er hat immer noch Flamme drauf. Egal, Erdbeben. Platt, platt und platt. So läuft das gut. Vorhin hatte Pilzen. Vorhin sage ich schon, ja, ich habe heute Morgen die Dingensparts aufgenommen. Na egal, haben die nur eine XP gegeben. Hier ist eine Stadt. Ich will noch nicht in die Stadt, ich will mich erstmal hier umsehen. Weißmaus, ich mache es wie gerade. Zack und zack. Das müsste die Beißmäuse jetzt eigentlich. Yeah, one hitten. 12 Punkte. Finde ich gut. Ich finde 12 Punkte geil. Zombie. Ich will irgendwie den Zombie. So. Bams. Und Flamme. Das tat weh. Blöder Hund. Feuer, der hat der nochmal Feuer gelernt? Was soll denn mit zwei verschiedenen? Zwei gleichen Skills. Das ist unlogisch. Guck ich jetzt einfach mal. Erdbeben. Ach, das war Flamme und. Nee. Ja gut, die Beißmäuse sind jetzt eh platt. Zeige die. 12 Punkte. Ich will noch nicht in die Stadt gehen. Geh erstmal da runter und Blender. Ja, Blender. Mir fällt kein Blender wird sein. Es gibt ja so Typen, die nennt man Blender, wenn die Hüse hast überlebt. Bams. Die einfach nichts drauf haben und ach, keine Ahnung. Ich hab schon von irgendwas ins Rücken. Ach ne, von da komme ich doch. Scheiße. So, Kiesel. Ach ne, der hat doch keinen. Nochmal Feuer. Bam, sind weggehauen. Und Feuer. Wieso nimmt Garrett eigentlich keinen Schaden? Ist derjenige, der nicht angegriffen werden wird. Werden wird tun. Na gut, dann gehe ich halt in den Stadt hinein. Zack. Und bums, bums und zack.
Zack, das war's bei dir. Na, ah, bin ich tot. The hell. Wir können keine Sekunde länger an einem so gefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Kalai zurück. Zack, 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 zack. Eine Karawane. Wie schnell sind die denn da jetzt hingekommen? Meister Hamed, das ist schrecklich. Die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden fahren. Das sollte eine Brücke sein. Wie die Brücke? Der Typ sieht wichtig aus. Das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Kalai kommen? Meister Hamed, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurückgelassen haben. Den Schrecklichen? So gern ich Ivan auch habe. Es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Der Schreckliche. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Ja, die Kräfte des Schrecklichen. Was ist das? Was war das jetzt? Eiszapfen. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lunpa. Immer noch besser als von Felsbrücken erschlagen zu werden, oder? Da wollen also irgendwelche Typen weg. Und es geht um irgendeinen Stab. Na gut, was für ein Vault. Fallout 3. Hallo du, willkommen in unserem Haus. Ein Zimmer kostet 8 Münzen. Ich will mal bleiben. Ich will mal in einem Inn übernachten. Das wäre immerhin das erste Mal, dass wir dies täten. Tuten tun. Ich hoffe... Ich habe eine sehr männliche Stimme. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Hallo, du. Die Gäste vom ersten Stock waren während des Aufbruchs nicht auf ihrem Zimmer. Wir haben danach den Raum durchsucht, konnten aber nichts finden. Was ist du, schöne Frau, mir? Diese drei Fremden haben den Besitzer des Gasthofs und seine Frau ganz schön in das Licht geführt. Die glauben wohl, sie könnten damit durchkommen. Drei Fremde? Was für drei Fremde? Was ist hier oben? Was bist du für einer? Ihr seid die drei... ihr seid zwei Fremde. Dieser Junge, Ivan, der Schreckliche. Er macht mir Gänsehaut. Er kam einfach und hat meinen Arm gepackt. Ich habe ihn wieder abgeschüttelt, weil ich mich in seiner Gegenwart einfach nicht wohlfühlte. Du siehst lila aus. Wir haben gar nichts getan. Wenn du einfach so dir nichts Leute beschuldigst, muss so eine schreckliche Person sein. Warum ist ein Schild? Da stand noch nichts. Okay. Und dann sehen wir uns mal weiter hier. Was gibt's denn noch? Was ist da oben? Ist noch so ein lila Typi. Ein alter Mann. Nein. Wir gucken natürlich nach, was der alte Mann will. Willkommen, müde Wanderer. Kann ich euch dienen? Beleben, entgiften, Schutz... Was ist eine Schutzaura? Fluch brechen. Möchtest du, dass ich die bösen Geister vertreibe? Hä? Okay. Da kann ich also hin, wenn einer meiner Charaktere platt ist. Gut zu wissen. Ich gehe hier rein. Ich will gucken, was hier so ist. Kaufen. Chip, nur 30. Aber gerne doch anlegen. Und nochmal anlegen. Was ist das? Stirnreif. Kann ja nichts machen. Verkaufen. Artefakte. Im Moment verkaufen die nichts. Gut. Artefakte. Keine Ahnung, was das sein soll. Zack, was ist denn hier Neues? Langschwert habe ich bereits. Wahrscheinlich rein nicht. Streitaxt. Keule. Das
könnte er gebrauchen? Er hat ein Notschwert. Ich habe nicht so viel Geld. Ich merke auch, ich muss den Part beenden. Naja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.